Weiter, weiter, nach links, zur Hand, zur Hand, zur Hand. In die Richtung, in die Richtung. Oh, ich zieh das Knie. Das Knie muss nach außen. Das muss ich auch mal nach außen. Wir haben jetzt keine Zeit, du hast keine Ausreden jetzt. Taschsportsfreunde, heute geht's wieder hier oben ins High Five. Johannes Lukas wartet schon auf mich wahrscheinlich. Heute ziehen wir ein krasses Oberkörpertraining durch im Bodybuilding-Style. Bleibt dran, seid gespannt, mal sehen, es wird wieder richtig hart. So, da ist der Johannes auch am Start. Und heute erstmal hier die Rotatoren aufwärmen, damit die Shooter schön hält im Training gleich. Ja, warm und geschmeidig, warm und geschmeidig müssen sie sein. Wir machen heute komplett Oberkörper. Alles mal weghauen, ne? Ja. Viel Übung. Viel Übung. Viel Übung, ja. Zweimal drücken, zweimal ziehen, fertig. Perfekt. Keine großen Isolationsgeschichten. Nee, brauchen wir nicht. Mehr Grundlagen. Boah, am nächsten Mal. Ich will auch mal gucken, wie du dich anstellst. Stimmt, sehr. Ob die Übungen alle. Och, ich bin da ganz zuversichtlich. Ob die Übungen alle so passen. Ja. Dass man nochmal ein bisschen Feinarbeit machen kann. Mach warm die Kiste da. Was hast du genau vor? Ja, ich würde sagen, Flanke, Flachbank. Ja, Winkel, schön Winkel. Rechter Winkel, Ellbogen bleibt dran. Oberarm dreht sich. Ja. Genau. Ich bin ja immer sehr vorsichtig mit die beste Übung für. Das ist definitiv die beste Übung, um die Rotatorenmanschetten isoliert warm zu machen. Mach den Wickel, halt den Wickel. Kurze Bewegung, kurze Bewegung. Ja. Ja, Bankdrücken, Rudern, über Kopf drücken, Klimmzug. Kriegen wir hin. Wenn du mich mal richtig versagen sehen willst, dann machst du dich mit Klimmzug. Das ist eher so meine Beste. Ja, nicht wie die. Sieht aus wie so eine Balletttänzerin. Das Team muss nach außen. Das muss ich auch mal nach außen. Wir haben jetzt keine Zeit. Du hast keine Ausreden jetzt. Jetzt musst du das Team muss nach hinten. Nach hinten, weiter nach außen. Kommt ja der Krampf, ne? So, ich muss da auch. Du kannst mit Training anfangen. Wir haben keine Zeit. Okay. Und jetzt? Du musst die Knie nach außen. Ich hab doch gedacht, lass uns lieber Bankdrücken machen, das liegt dir besser. Oder? Lass mal pumpen. Es liegt einfach nur hier, also ne? Ja, ja, also der Jörg hat das Problem mit Beinbizeps und deswegen funktioniert das nur nicht. Ich bin auch von dem Training von letzter Woche. Und er hat gestern oft trainiert und der hat sich immer noch nicht nach einer Woche erholt. Ja. Stimmt, ja. Zu hart trainiert. Wie war das nicht bekannt eigentlich 3 bis 4 Tage, weil wenn ich bei dir trainiere, 2 Wochen oder nicht? Nee, nee, nee. Du hast halt gefragt, wie lange hast du gebraucht für deine Figur? Er hat eigentlich Figur gefragt, aber Frisur ist wahrscheinlich spannender. Diese Frisur. 20 Jahre. 20 Jahre trainiert. Bekommen. Spaß, ihr seht schon, es wird wieder ein bisschen praller. Glykogen ist voll bis oben hin. Ich hau mir ja schon seit über einer Woche jeden Tag 4000 Kilokalorien rein. Das merkt man. Das merkt man am Training. Da merkt man, da kommt wieder Wasser in die Muskulatur, da kommt wieder Glykogen rein. Da hat man Power. Da wird das Sixpack ein bisschen weniger. Aber so sieht es momentan aus. Ja? Kurz auf mein Trainingsplan mal einzugehen. Das wolltet ihr ja wissen, was ich da jetzt mache. Zunächst erstmal ein Unterkörper-Oberkörpertraining oder auch andersrum, wie man will. So eine Art Zweier-Split. Da bin ich jetzt mit eingestiegen. Oberkörpertraining habt ihr gerade gesehen, ist so eine Mischung aus Grundübungen. 4 Übungen in dem Fall nur. Da haben wir Bankdrücken gemacht, Klimmzüge, Schulterdrücken und ein vorgebeugtes Rudern. Und beim Beintraining, das habe ich euch schon gezeigt, da habe ich jetzt auch wieder die Kniebeugen mit reingenommen. Auch ein bisschen Basics, also sprich Kniebeugen, Hackenschmidt und Strecker und Beuger.
bei so Isolationsübungen auf viele Wiederholungen, bei den Grundübungen ruhig ein bisschen auf Power, auch auf Supersätze mit dem Antagonist, also wie gesehen habt, Brust und dann gleich den Rücken und den Latissimus hinterher. Also im Endeffekt ein antagonistisches Training, das ist für den Einstieg, wie gesagt, dieser Zweier-Split und dann geht es auch noch über einen Vierer-Split ab nächster Woche. Da werde ich dann nochmal ein bisschen unterteilen, zum Beispiel Brust-Bizeps, Rücken nochmal alleine, Schulter-Trizeps und die Beine, also so ein Vierer-Split dann nochmal hinterher. Ein bisschen verändern, wie gesagt, die Antagonisten dann mit in die Trainingseinheit mit reinnehmen und ja, bin gespannt, wie sich das entwickelt. Körperlich geht es in dem Sinne voran, dass ich fetter werde auf jeden Fall schon mal. Das ist ein Einstieg. Es ist für mich auch eine Umgewöhnung, jetzt zu sagen, ich mache mal wirklich eine klassische Massephase, wo ich jetzt von 80 Kilo, wo ich jetzt gestartet bin, auch mal wirklich vielleicht hochgehe auf 88, vielleicht sogar bis 90 Kilo, wo man auch mal ja, psychologisch sagen muss, okay, ich verabschiede mich jetzt von meinem Sixpack erstmal für eine Weile und dann muss man dann wieder runtergehen. Ne? Ja. Den Punkt Gesundheit wollte ich nochmal ansprechen, weil ich schon Kritik bekommen habe von einem oder anderen. Görke, du hast ja immer erzählt, du isst nur Bio-Produkte und ihr müsst euch einfach vorstellen, ich esse viel Fleisch und wenn ich jetzt nur Bio-Fleisch essen würde, ja, ich habe ja den Plan so vorgegeben bekommen vom Johannes, ich will ihn ja jetzt nicht anprangern und sagen, ey, das ist alles Kacke. Dementsprechend versuche ich mich da anzupassen, das durchzuziehen und bei den Mengen an Fleisch kannst du nicht alles in Bio-Qualität kaufen, das ist einfach viel zu teuer. Ja, und ihr müsst einfach auch hier unterscheiden den Punkt Bodybuilding und Fitness. Fitness ist in meinen Augen gesund. Bodybuilding ist vielleicht schon wieder ein Stück zu weit, dass es nicht unbedingt das Gesündeste ist. Ja? Und seht es einfach als Experiment, so wie ich. Es ist für eine Zeit. Das ist sicherlich für den Körper auch nicht das Allerbeste. Einfach auch, weil der Körper einfach mal fett wird und dann wieder abnimmt, ja, in so einem kürzeren Zeitraum. Das ist einfach nicht gut für den Körper. Das könnt ihr euch vorstellen. Also es ist nicht die gesündeste Sache, aber es ist ein Experiment vielleicht, um einfach mal wirklich die beste Form hinzubekommen. Weil ich für mich auch einfach mal gucken wollte, was geht tatsächlich, wenn ich 100% gebe. 100% heißt wirklich aus Tupperdosen fressen, Essen vorbereiten, nicht mal gesellschaftsfähig zu sein, ja, immer die Tupperdosen mitnehmen. Ich glaube, das ist ja, Gewohnheitssache. Mein Ziel bisher war immer halt relativ normal leben, relativ normal essen und trotzdem eine gute Figur zu haben. Dann hast du nicht die 100%, vielleicht nur 80%. Und jetzt bei den 100% ist es halt wirklich ein Experiment, was ein bisschen extremer ist. Deswegen seht es bitte genauso und kritisiert mich jetzt nicht, wenn ich mal doch ein Discount-Fleisch esse, weil es einfach nun mal nicht anders drin ist momentan. Da kamen wirklich schon Kritiken. Es ist ein Experiment, wo ihr mir folgen könnt, ja. Für mich ist es selber ein Experiment, für mich ist es auch wirklich nochmal eine Herausforderung, nochmal einfach zu sagen, ich will nochmal alles rausholen, was geht, ja, in meinem höheren Alter jetzt mit 28, da bist du auch nicht mal 18 und einfach auch nochmal ein bisschen, ganz ehrlich, das ist auch noch ein persönliches Ding, mal ein bisschen diese, Kirki, trainierst du seit 10 Jahren, blablabla, Leute, ihr müsst unterscheiden zwischen dem Ziel, willst du irgendwann auf der Bühne stehen und 100% reingeben oder einfach eine gute Figur haben, jetzt gebe ich dir 100% und diese Hater, die will ich jetzt auch einfach mal verstummen lassen noch einmal, ja, da will ich einfach mal für mich persönlich alles rausholen, ja, nochmal Gas geben, das ist für mich einmal ein persönliches Ding zu sagen, ey, ich kann das, ich zieh's durch, ich gebe 100% und dann könnt ihr schon mal sehen, wo ich bin, ja, dann werdet ihr noch euch wundern, dass der Kirki auch noch ein bisschen breiter werden kann wahrscheinlich. Weil so eine Massephase schlägt dann doch schon irgendwo an, das merke ich ja jetzt schon eine Woche. Und ja, dann einfach mal sehen, was geht. Und ich glaube, es ist einfach für euch eine coole Sache, mir einfach dabei zu folgen, weil ich das auch, wie gesagt, nicht so verbissen sehe, sondern ihr könnt das wie so eine Doku sehen. Ich werde das Ganze auch kritisch hinterfragen natürlich. Und dann bin ich gespannt, wohin die Reise geht. Die Videoblogs werden die nächsten Tage natürlich weiterkommen. Wahrscheinlich kommt gleich als nächstes wie auch ein Mobility-Video mit dem Johannes vom Beintraining. Also da werde ich jetzt bald auch mehr drauf eingehen. Und wenn ihr wirklich ganz live dabei sein wollt, dann folgt mir bei Snapchat einfach. Ich blende das hier nochmal ein. Da könnt ihr dann einfach sehen, was ich so koche, was ich futter den ganzen Tag. Könnt ihr noch direkter das ganze Experiment verfolgen. Ja, und in dem Sinne vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch gefällt die Serie. Es werden natürlich auch weiterhin ganz normale Videos wieder kommen, weil das wird natürlich jetzt hier einen großen Teil einnehmen. Euer Feedback rein, wie findet ihr das, dass ich das jetzt durchziehe? Und ja, zum Training kommt auch noch mehr. War einfach nur mal ein kurzes Feedback, wie es nach einer Woche aussieht, wie das Oberkörpertraining oder Trainingsplan insgesamt in etwa aussieht. Und in dem Sinne, haut rein, euer Görki. Ciao. Machen wir ein Posing-Update. Das ist noch nichts. Das ist ja noch nichts. Nach einer Woche. Machen wir das mal ein Jahr und dann gucken wir mal, wo ich damit noch hinkomme. Ciao.